Hallo du nicht und, oh Gott, ja, Entschuldigung. hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Bitte. Horizon Zero Dawn. Oh, voll der schöne Himmel. Gut, ja, dann helf mir. Ich muss mit dir reden. Helf mir halt mal. Hast du mich gerufen? Nö. Du hast bereits Leben gerettet. Hör mich an und vielleicht rettest du noch eins. Wo liegt denn das Problem? Quält dich dein Bein? Ich bin egal. Es ist meine Tochter Arana. Sie ist in Gefahr. Sie ging bei Mutters Wiege einem Plünderer nach. Ich fürchte um ihr Leben. Ich kann kaum aufstehen, geschweige denn ihr folgen. Hilfst du mir suchen? Warum ich? Meine Tochter? Mutters Wiege. Ups. Ja, dann. Warum jagt deine Tochter allein einen Plünderer? Ich bin schuld. Ich folgte ihm und er hat mein Bein zerfetzt. Ich bin nur knapp entkommen und mein Speer steckt noch in der Maschine. Es war ein Speer von Edena, meiner Frau, die letztes Jahr starb. Er bedeutet Arana alles. Sie will ihn von dem Plünderer zurückholen. Du sagst, Arana wollte zu Mutters Wiege? Ja. Südöstlich von hier. Ich habe es ihr verboten, aber seit ihre Mutter starb, benimmt sie sich unmöglich. Verdammt sie mich an. Witwer und Krüppel dazu. Ein Vater, der seine Tochter nicht findet. Bitte, hilf mir bei dieser Sache. Ja, natürlich. Aber... Warum schickst du keinen Krieger auf die Suche? Nach allem, was der Stamm durchgemacht hat, sind kaum noch Krieger übrig. Bitte, finde sie. Er ist verständlich. Ich tue, was ich kann, für deine Tochter. Bring sie in Sicherheit. Ich flehe dich an. Das ist ein bisschen schade mit der Synchro, dass es so versetzt ist. Aber, naja. Aber also, von den Stimmen her klingt schon sehr gut. Aber die Synchronität ist halt für einen Bobbis. Um es nett auszudrücken. So, aber erstmal bringe ich der Krater ihr Essen. Das ist viel wichtiger gerade. Und vor allem geht das ziemlich schnell mit dem Pferd. Ui. Ui. Zu steil. Ui. Ich muss woanders entlang. Geht doch. Da ist Krater. Allein mit der Urmutter, wie sie es nicht anders kennt. Ich hab Kaninchen für dich, Krater. Und deine Gebetsperlen auch. Sei vorsichtig. Im Becken ist es nicht mehr so sicher. Urmutter, jeden Morgen sehe ich deine Tränen der Freude auf den Blättern. Freude über die Schönheit deiner Schöpfung. Sieh, ich weine mit dir aus Dankbarkeit. Krater, lange Zeit haben Rost und ich dir geholfen. Aber Rost ist fort und ich bin Sucherin geworden. Du musst stark sein, Krater. Wenn nicht für Rost oder mich, dann für die Urmutter. Okay? Urmutter, so viele deiner Schößlinge und Küken wachsen heran, werden stark und verlassen mich. Es ist dein Wille und die Erinnerungen sind mein Schatz. Ja, irgendwie hat sie schon... die ich die Jahre meiner Hingabe an diesen Perlen... Irgendwie hat sie schon Danke gesagt. Lass mich dir zuflüstern, wie das Rascheln des Grases mir dein tröstendes Flüstern bringt. Ich weiß nicht, ob das hier ein bisschen... Dann mal los! Gruselig. Siehst du, wie glatt die Perlen durch die Wänden geworden sind? Ein bisschen... Also ich weiß nicht, ob ich sie eher gruselig finden soll oder süß. Irgendwie eine komische Mischung aus beiden, wenn ich ehrlich bin. Hm.
Ja gut, dann eine Sucherin vor den Toren. Das mache ich erst nach der Rettung der Tochter. Ich bin mal sehr gespannt, also ob ich, also wie weit die gekommen ist. Ich mache jetzt mal wieder. Ich brauche noch 4 Drähte. Okay. Naja. Ich bin mal gespannt, wie weit die kommt. Also, genau, in den Fußstapfen ihrer Mutter. Genau. Wo ist das da unten? Gut, weil entweder hat sie den Plünderer wirklich gefunden und ist jetzt irgendwie in Bedrängnis gekommen, oder sie sucht den noch, oder, also, es gibt viele Möglichkeiten. Na gut. Okay, das Navi ist ein bisschen seltsam gerade. Und draußen maut so eine komische Katze. Okay, da sind einige. Das muss Arana sein. Und sie steckt in der Klemme. Ja, voll klar. Hilfe! Wieso haben die blaue Augen, wenn die so schreit? Die müssen doch wissen, wo sie ist. Hallo! Hilf mir doch jemand! Ich bin umzingelt! Dann also auf die harte Tour. Na schön. Ja, wow, und sie feuert mich in den Bildschirm an. Ja, was ist mit dir los, Kind? Ah, die war da. Danke, dass du mich vor diesen Maschinen gerettet hast. Oh, gerne doch. Ich mach hier mal kurz so Sachen. Kann ich kurz mit dir reden? Ja, ja. Danke. Ich dachte schon, die Wächter reißen mich in Stücke. Dein Vater schickt mich zu dir. Es ist Zeit, heimzukehren. Dachte ich mir. Aber ich kann nicht zurück, bevor ich nicht den Speer von diesem Plünderer habe. Dein Vater ist krank vor Sorge um dich. Er sorgt sich schon, wenn ich kurz zum Austreten hinter einen Busch gehe. Er will dich bloß nicht verlieren. Ich weiß. Aber ich wünschte, er würde nicht so oft schimpfen. Mhm. Dieser Speer scheint dir viel zu bedeuten. Meine Mutter hat ihn kurz vor ihrem Tod gemacht. Und mein Vater hat ihn einfach verloren. Das wollte er nicht. Plünderer sind gefährlich. Ich weiß. Aber ich ertrage es nicht, ihn nie wiederzusehen. Ist nur ein Speer. Was hat dich auf diesen Baum verschlagen? Ich bin dem Plünderer zu Mutters Wiege gefolgt. Hab ihn sogar kurz gesehen. Doch da sah ein Wächter mich und rief seine Meute. Ach, Urmutter. Ich bin wohl eine zu schlechte Jägerin, um den Speer zurückzubekommen. Ich suche deinen Speer. Wirklich? Oh, danke. Such du deinen Vater. Sein Bein hat versagt, als er nach dir suchte, gleich südlich von Mutterherz. Oh nein. Okay, ich gehe sofort zu ihm. Nochmals danke. Ja, das mit dem Bein hätte Aloy, glaube ich, früher sein können. Oder sollen. Dann hätte sie, glaube ich, nicht so viel Ara gemacht. Naja, egal. Gut, untersuche das Gebiet mit deinem Fokus. Dann Dreiecke. Und jetzt halt. Ja. Arana. Ups.
Ich drücke immer aus Versehen in die Wurftaste. Arana ist echt ein schöner Name, finde ich. Arana. Mhm. Ja, das kann man machen. Die ist aber ziemlich weit gegangen, ne? Hallo, Schweinchen. Hier endet Aranas Spur. Hier muss sie den Plünderer gesehen haben. Wenn ich seiner Spur folge, nein, Tobi, müsste ich den Speer finden. Falsche Taste. Gut, hier geht's weiter. Noch schnell markieren. Mutters Wege. Das war von, oder letzte Folge, ein Plünderer, den wir... Nein, Tobi, das ist immer noch die falsche Taste. Macht der Gewohnheit. Ja. E. Yay. Das wird mir und die Spur endet hier. Das wird mir halt die Spur endet. Okay. Ich sollte drüben nachsehen. Aber ich weiß nicht, ob das so richtig ist. Also ich meine, wenn die Spur ins Wasser führt, heißt das ja nicht, dass sie auf der anderen Seite wieder rauskommt. Ja, so lustig. Jetzt sind schon wieder meine Spuren nass. Entschuldigung. Da sind noch ein paar Sucher. Ernsthaft. Richtig so. Hier. Die habe ich schon gemacht. Okay, gut. Weiter geht's. Sehr gespannt, ob das ein schwerer Kampf wird. Also in so eine Quest, wo man... Ach komm. So eine Quest, wo man so einen Plünderer holen muss. Oder also holen. Also muss dann eigentlich schon ein Wasserplünderer sein. Also, eigentlich. Und weiter geht's. Schön. Speichern. Ja, speichern. Und zum Glück habe ich mich nicht selbst angezündet. Ah, da ist er. Worauf wartet er? Wahrscheinlich bis ich näher komme, oder? So, jetzt hole ich mir den Speer. Ja. Ja. So, wieder den ganzen Draht kaputt gemacht. Kaputt gemacht. Verbraucht. Entschuldigung. Oh Mann. Der Schockdraht ist eigentlich auch ganz cool.
Oh. Und hier kann die gerade nicht aufpassen. Also das sind drei Plünderer. Ja, easy. Einmal so. Und dann nochmal hier vorne. Ich habe keine Munition mehr, aber noch viele Ideen. Und zwar umschießen. Mal markieren. Bin anscheinend ein Teil. Einmal vor in Bubble. Der letzte. Wow. Wow. Ich muss da mal. Wow. Okay. Ich bin sicher. Zumindest für ein paar Minuten. Ah, kommt er hier hoch? Nee, er sieht mich nicht mehr. Wunderbar. Dann müssen halt die normalen. Nice. Sehr schön. Also der letzte war. Also wenn sie näher kommen, sind die. Wenn sie näher kommen, sind sie schon nicht von schlechten Eltern. Ja. Eine meisterhafte Waffe. Arana wird froh sein, sie zurückzuhaben. Bekomme ich dadurch vielleicht auch ein Speer? Wäre ganz cool. Wobei mein Speer ist auch cool. Gut, also da stand gerade etwas von Modifikationen. Und das sind die Kringelplätze, aber Spezialobjekte, Schatzkammer, Rotorfe Modifikation. Erhalten, um sie zu entfernen. Nee, das will ich eigentlich nicht. Und 20% Abriss. Ist halt auch geil. Im Schaden. Aber wie. Also klicken bringt nichts. Die Modifikation habe ich eine. Falsche Taste. Sinnvoll. Was ist das? Karohändler Gutschein. Okay. Das mal alles Endausrufezeichen hieren, irgendwie so. Tarnung. Ja, und wie kann ich die jetzt einbauen? Ja. Jetzt habe ich die zerstört oder was?
Okay, ich habe sie nur weggeschmissen. Gut, nicht zerstört. Ja, da muss ich später nochmal schauen. Wie rufe ich mein Tier nochmal? Irgendwas mit Z und E, irgendwie so. Wow. Jetzt habe ich was anderes gesucht. Und jetzt habe ich es gefunden. Ja, cool. Das ist gut. Gut, Jägerding. Oder machen wir erstmal hier. Also die Spule brauche ich ja nicht, um Damage zu machen. Gut, hier auf jeden Fall Tarnung. Und das war's, glaube ich. So, Scharfschutzköcher. Update 1 kann ich mir alle leisten, das ist gut. Update 1, 2, 1. Eine Fallenbeutel, Trankbeutel, Waffenbeutel, Outfit, Rohstoffe, Modifikationsbeutel. Okay. Gut, das werde ich dann, also die Audiodateien werde ich dann auch mal bald anhören. Gut, aber ich weiß jetzt nicht, wie ich mein Tier rufe. Aber ich meine, ich renne einfach. Oder? Warte, da vorne ist jemand. Ist he friendly? Du weißt schon, dass da vorne gerade eine Schlacht war und ja. Oh, es ist eine Frau. Hallo! So. Nein. Nein, das machst du nicht. Du Parkour-Runner, du. Oh, hier ist ein ganzes Dorf. Ja, moin. Guten Abend und auch. Abend. Diese Nachricht gefreut. Und auch. Heute? Sie ist keine Ausgestoßene mehr. Ja, ich bin keine Ausgestoßene mehr. Ja, ja. Wir sind ja gleich da. Okay, ganz ehrlich, das Spiel macht so Spaß. Das macht richtig viel, ganz doll viel Spaß. Ich komme nicht mehr drauf, wie ich dieses Pferd rufen soll. Ich schaue dann einfach beim Let's Play nochmal nach, bei der Folge. Oder bei der letzten war es, glaube ich. Egal. Boah, ihr seht mich nicht. Ich tue euch nichts. Alles fein, alles fein. Komm nicht her. Das wäre geschafft. Sehr schön.
Ich gehe ihn erstmal aus dem Weg. Und jetzt ein bisschen was sammeln. Oh, habe ich den vorhin vergessen? Oder ist der an Altersschwäche gestorben? Man wird es nie erfahren. Gut, dann bin ich mal gespannt. Mutter sei Dank. Aloy ist zurück. Da ist. Mit dem Speer. Erst bringst du mir Arana zurück und jetzt auch noch den Speer. Überall beweinen die Nora ihre verlorenen Kinder. Beinahe ich auch. Dank dir aber nicht, Aloy. Und tausend Dank auch für den Speer. Deine Mutter war eine gute Speermacherin. Er ist außergewöhnlich. Ich werde nie so gut sein wie sie, aber ein paar Tricks hat sie mir verraten. Ich sehe mir deinen Speer gerne mal an. Danke. Das klingt nach einer tollen Frau. Mein herzliches Beileid. Nun, deinetwegen habe ich den Speer noch, der mich an sie erinnert. Sie hätte dich gemocht. Ganz sicher. Entschuldigung. Das war gerade sehr, sehr seltsam. Na gut. Dann würde ich sagen, nächste Folge. Irgendwie habe ich ein Déjà-vu. Das war gerade letztes Mal auch der Endpunkt. Okay. Ja. Bis zum nächsten Mal. Hoffentlich hat es euch gefallen. Und ciao und ade. Bye bye.